Willkommen, ist 9.44 Uhr und gleich geht's auf zum Bahnhof und dann nach Mallorca. Heute nehme ich euch ein bisschen mit auf die Reise. Wir sehen uns gleich dann am Bahnhof oder im Zug. Bis gleich. Ciao. Herzlich willkommen am Frankfurter Flughafen. Ich konnte es gerade im Zug nicht mehr so richtig schaffen. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen scharf gestellt. Und wir sind jetzt hier im Terminal 2 angekommen, geben jetzt die Koffer ab und ja, der Aufzug braucht natürlich wieder ewig. Gut, wir sehen uns dann später wieder. Hier habt ihr noch ein paar Ausblicke, Ausschnitte vom Flughafen Frankfurt. Ja, und ansonsten bis gleich. Flughafen Palma de Mallorca, 14 ohne Ende, es hat hier geregnet und auch heute noch im Laufe des Tages gewittert. Ja, wir sind aber gut gelandet, da hinten geht gerade der Berlin hoch und, also nicht hoch im Sinne von explodieren, sondern, ne, ja, wir rollen jetzt noch zum Gate und dann sehen wir uns gleich am Flughafen. So sieht's aus, Leute. Nicht so schön. Hat der Wetterbericht irgendwie anders gesagt? Naja. Bienvenido. Willkommen. Wir haben einen Privatfahrer. Der fährt uns jetzt zum Hotel. Einen wunderschönen guten Abend und wir sind jetzt kurz davor, mein Tagesziel zu erreichen, und zwar mit den Füßen ins Wasser, ins Meer. Hinten ist übrigens die Bucht von Palma, da. Wir sind hier. Oh, sehr lecker. So,
Und damit, komm, Fokus, blöde Kamera. Boah, das Meer ist aber echt warm. Ja, damit hätten wir es. Mensch, ist das schön. Klasse. So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen auf Mallorca. Gehen wir kurz raus auf den Balkon. Lass mal ja ein bisschen zeigen, was man hat, wa? So, wir finden uns hier direkt am Strand. Ich will draußen jetzt nicht nur mündig so laut sein, sondern da sind überall Leute. Das sieht richtig bescheuert aus, wenn du hier ein Video machst, weil ungefähr der Altersdurchschnitt hier momentan auf der Insel, ich würde schätzen 70 Jahre ist. Ich mache jetzt Folgendes, ich schneide hier noch ein paar Videos und dann sehen wir uns später wieder. Ciao! So, das Wetter ist ein bisschen, naja, nicht so toll. Da unten sind ein paar Leute im Pool. Und am Strand, also im Wasser ist glaube ich so gut wie niemand. Da vorne sind vielleicht zwei. Wir haben uns heute ja einen Mietwagen gegönnt. Und wir fahren jetzt gleich nach Port Andrax und Paguera. Und was da so gibt, keine Ahnung. Ich zeige euch gleich nochmal das Mietwagen-Ding. Also das ist so verbeult und zerkratzt, das Teil. Das ist unglaublich. Also was man hier als Mietwagen bekommt, kriegst du so in Deutschland wahrscheinlich nicht. Und ist dazu noch schweineteuer. Aber das soll es für diesen Moment jetzt erstmal gewesen sein. Wir sehen uns dann gleich draußen am Auto und ja, zeigen euch dann so ein bisschen, wo es lang geht. Ciao, ciao! Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück aus dem verregneten Playa de Mallorca. Playa de Palma. In Mallorca. Sehen hier Andrasch. Pool beleuchtet. Wir waren heute in Andrasch, habt ihr vielleicht gesehen, Porto Andrasch. Es ist kurz nach 9:30 oder genau 9:30 und wir waren gerade, sind zurückgekommen, waren noch in einem Outlet Center. Bei Inka. Tut mir sehr leid, dass vom heutigen Tag eigentlich nicht viel passiert ist. Wir haben wie gesagt ein Auto gemietet und würde ich sagen, erstmal eine schöne gute Nacht, falls hier noch nichts mehr passiert. Bis morgen. Ja, genau. Hier, da. Da ist der Übeltäter, der Scheißstuhl. So. Da kommt die Brücke ran. Die kommt so unter Fenster. Ja, die parkt jetzt hier direkt am Fenster. Das wäre natürlich schön. So, ich bin hier gerade am Strand. Hier könnte man das Hintergrund vielleicht sehen. Doch, man sieht es. Da hinter mir ist gerade ein Pärchen am Sex haben. Die Toaster hat gerade ernsthaft ihren BH noch ausgezogen. Die sind da am Rummachen, ey. Ja, herzlich willkommen zurück nochmal an diesem schönen Abend. Da ist nämlich Sex am Strand, Teil 2. Safe ist übrigens offen. Ja. Ha 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 ha!